Herrlichen! Belfors! Eins, Out of Dawn, müsstest du langsam kennen, ne? Wohin? Ist was? Ja, folgendes. Wir müssen ja noch unsere Armee aufbauen. Das heißt, in dieser Folge wird es dann auch nicht so sein, dass wir jetzt hier mal so langsam hier lang gehen. Das wird nicht passieren, ja? Wir müssen erstmal unsere Armee aufbauen und in der Zeit werden wir wahrscheinlich nicht eine große Armee haben. Das heißt, Leute, ist leider noch ein bisschen. Dauert es noch ein bisschen Zeit, bis es dann losgeht. So, wir haben jetzt 30. Oh, das heißt, wir können hier. Warte mal, wir könnten wahrscheinlich eine Armee mit 60 Leuten machen, ne? Das wäre schon geil, wenn wir 60 Leute hätten, ne? Produzieren jetzt mir hier noch ein bisschen was nach. Brander, wir brauchen ein bisschen Speerträger. Wir brauchen vielleicht nochmal Totems. Dann brauchen wir Trommler. So, ich baue jetzt nochmal gleich ein paar Trommler mehr. Dann, wenn ich das mache, dann haben wir ein paar Trommler noch, damit wir dann noch ein bisschen hier Berserk-Mode haben. Ja, das ist schon mal ganz gut. Bäume werden langsam weniger. Eisen wird hier oben auch langsam weniger, aber wir haben noch einen riesen krassen Eisen-Output. Wir müssen aber so langsam, glaube ich, mal. Wie sieht's denn aus? Glaube ich, baue mal. Haben wir das hier nicht? Doch, ein Jagdhaus. Unten nehme ich ein Jagdhaus hin. Oh, und wie ich sehe, hier unten haben wir 2000 Eisen. Also wenn oben eine Eisenproduktion alle geht, also ich glaube, dann bohren wir hier unten auch nochmal was hin, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Okay. Oh, läuft. Die kommen gar nicht mal zu uns hin. Super. Okay, damit haben wir ja schon mal ein bisschen was. Auf mein Zeichen. Ne? 22. 22 ist schon mal ganz gut. Damit verteidigen wir uns schon mal ganz gut hier. Aber wir machen nochmal Trommler. Der Trommler brauchen wir auch nicht, weil die geben ja. Ne? So, okay. So, zack. Dann wollen wir nochmal ein paar Brander. Hier noch ein paar von. Hier Brander. Auf meinen Befehl. Krieg. Das ist, glaube ich, der. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist der. Das Jagdhaus. So, ein paar Brände bauen wir natürlich eigentlich auch. Ja. Also es wird langsam mehr, es wird langsam besser, es wird langsam ziemlich geil. So, also wir bekommen jetzt ein bisschen mehr, schneller Fleisch. Jedoch. Glaube ich. Also ich meine, die Wildschweinzucht ist natürlich das Geilste, was es so gibt, ne? Wenn man natürlich ganz viele Ressourcen hat. Also ich meine, wenn man so eine Kombination aus Zwergen haben ja auch sowas. Also die Schweinezucht. Aus Zwergen oder ja Orks. Und Elfen hat, die halt eben immer wieder Holz nachproduzieren. Wobei besser wäre halt eben, wie gesagt, Orks und Elfen, weil die Orks ja quasi Holz auch brauchen, um das aufzubauen. Dann ist das schon echt geil, weil du kannst halt unendlich viele Wildschweinzuchten aufbauen und natürlich so richtig krass viel, ne, machen, weil so eine Wildschweinzucht, die bringt halt immer nur in ganz bestimmten Intervallen halt immer nur 10. Das ist halt jetzt nicht so wild, also so viel, leider. Bereit. Ja, das ist das Problem. Oh, guck mal, ich will so ungefähr 60 haben, wir haben jetzt gerade die Hälfte. Wir können, glaube ich, aber auch nicht mehr bauen, oder?
Oder auch ein bisschen. Warum können wir denn nicht mehr? Ah ja, wir können noch. Ah, ich habe oben geguckt auf die Arbeiterzahl. 30 von 30, ja. Wir haben das maximale Limit jetzt momentan, was wir erreichen können, erreicht. Mittlere Haupthaus muss es erhalten. 1000 brauchen wir, ja. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Können wir nicht irgendwie. Ich bin mich gerade erschrocken, ja, natürlich. Da kommen natürlich wieder die Gegner. Ja, tot. Können wir nicht irgendwie hier dafür sorgen? Meine Wildschweinzucht. Ja, ja. Würde schon knallhart sagen, dass wir vielleicht hier unten das Fischerloch da auch nochmal machen, ne? Bauen wir mal hier lass so die. Uns lieber Krieg führen. Krieg ist gut. Was man da so nicht. Mal gucken, ob das hier. Oh, das hat natürlich jetzt hier Komplikationen mit. Ja, wobei, ich will natürlich auch noch eine Schmelze hinbauen, ne? Das so passt. Das war jetzt gerade so ein bisschen unglücklich. Egal. Das kriegen wir schon hin. Ja. Obwohl, ja doch, das sieht doch ganz gut aus hier, wie unser Wert steigt. Wir müssen 1000 erreichen, dann haben wir 40. Das müssen wir dann noch zweimal machen, also das erhöht sich natürlich. Dann wird die 50 und dann 60 erreichen und dann bin ich quasi auch ready. Achso, abreißen. Das Ganze hier zu machen. Kriegen ja auch noch eine Wildschweinzucht, da geht das vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Ja, die müssen wir langsam mal so anfangen umzusiedeln, ne? Oder zumindest nicht umsiedeln. Wir müssen einfach nur mal ein kleines Haupthaus bauen, ne? So ein kleines Haupthaus reicht ja eigentlich erstmal aus, so ein paar Arbeiter zu holen. Erstmal machen wir mal. Ja. Minen. Nein. Erstmal hier eine. Moment. Das ist auch nicht. Eine Schmelze. Wie sind da mit der Schmelze? Passt die da hin? Nee, natürlich nicht. Passt nur dahin. Ja gut, wir bauen die Schmelze einfach da hin. Yeah. Ja, ja. Dann bauen wir da irgendwie eine Mine hin, ne? Dann. Und da unten auch nochmal ein Eisen. Sicher. Können das bestimmt gut gebrauchen. Oh, guck mal, was da wieder ankommt. Kapusch! Ah, das ist schön. Nahrungsproduktion steigt. Obwohl, gleich ist das Fischerloch schon leer. Was diese Fischerhütte hat, eigentlich nicht so viel Nutzen, aber ist egal. Die Wildschweinzucht ist gleich auch ready. Das ist echt öde, sag ich euch. Also hier die ganze Zeit zuzusehen, ja. Das muss man mal sehen. Vielleicht machen wir das so. Vielleicht, wenn das mögt. Ich meine, gut, das ist sowieso egal. Ich nehme das ja mal voraus auf. Also ich denke mal, wenn das Let's Play veröffentlicht wird, dann ist das schon. Dann habe ich das schon durch. Aber ich sag mal so. Ich bin eigentlich so dafür, dass wir vielleicht nach dieser Folge komplett alles überspringen. Also nicht überspringen, also überspringen bis dahin, dass wir hier halt 60 Leute auf haben. Auf meinen Befehl. So wie ich das haben will. Also so quasi. Ne? Das ist das dann nicht mal die ganze Zeit mit aufnehmen muss, dass ihr das euch nicht reinziehen müsst. Das ist dann einfach
ne, dieses ganze Bauvorhaben dann überspringe. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, oder? Ist halt doof, die ganze Zeit zuzusehen, wie halt die Zahlen hochtickern. Ich habe das fertig, die Schmelze. Guck mal, guck mal. Doch, machen wir. Verbesserung ist fertig gestellt. Ja, wir haben jetzt noch. Ach ne, wir haben ja noch. Irgendwo stehen noch welche rum, die einfach nichts tun, ne? Wir haben jetzt, ja, wir haben 6. Gut, dann würde ich sagen. Wie sieht's denn aus? Passt die ja irgendwie hin? Auch so riesig, ne? Das ist jetzt natürlich ein Problem. Ja, müsst ihr eben laufen. Ist da nicht so wild. Ich meine, wir haben ja oben auch noch hier schön Einkommen und da produziert die Schmelze ja auch immer noch. Das wird schon. Arbeit, immer nur Arbeit. Ja, das ist aber für einen guten Zweck, sage ich euch. Richtig guter Zweck. Ja, gleich können wir wieder ein bisschen mehr Armee-Dingens bauen. Dann haben wir gleich die 1000. Ja, warum das da? Aber nehme ich dann die 40. Und dann würde ich so machen, dass wir dann da das überspringen, bis ich dann die 60 Leute habe. Das ist echt am besten, also das ist echt langweilig. Ich muss halt, wie gesagt, nur noch warten, bis das halt da hochtickert. Das ist halt das Einzige, weil ich kann nichts mehr machen. Ich kann natürlich noch mehr Gebäude bauen, dann werde ich das auch schnellere, aber genau so kann ich das auch offscreen machen, beziehungsweise mehr Gebäude bauen bedeutet, ich verliere Rohstoffe dort, wo ich die vielleicht auch brauche. Ah, das ist halt einfach. Wir bauen nochmal eine Wildschweinzucht, dann geht das ein bisschen schneller. Ja, wenn ich die finde. Arbeit, immer nur Arbeit. Ja, gut, ist da oben eben. Ich wollte dich da gar nicht hinsetzen, aber gut. Ist sie da eben oben? So, die Mine ist auch fertig. Ach, guck mal, die bauen da ab. Oder der eine Handwerker, der eine von zwei. Achso, die. Ah, nee. Ja, baut ihr erstmal das Vorkommen ab. Ich wollte eigentlich, dass ihr das Vorkommen abbaut, aber gut, dann baut ihr erstmal das ab. Dann macht ihr das eben so. Schickt da nochmal einen hin. So, das läuft. Alles gezielt. Scheiße, genau das habe ich halt eben gehört. Genau das ist das Problem. Elende Lichtbeter. Ja, aber das kriegen wir hin. Ja, wenn die natürlich jetzt da hinten ihr Holz holen müssen. Das ist das große Ding. Dann. Hier. Ist ein kleines Problem, aber das ist auch nicht so schlimm. So, wir bauen jetzt immer mal Einheiten. Was brauchen wir denn noch so? Wir brauchen vielleicht noch mal ein paar Speerträger und Brander und ich weiß nicht, vielleicht auch ein paar Kämpfer. Bauen wir noch ein paar Kämpfer. Wir müssen so einen kleinen Mischmasch vielleicht so mal reinkriegen. Also, ne? Läuft immer richtig gut, wenn wir so die Mischung haben.
Ah ne, das ist immer noch ja, der eine Jäger. Wir können noch drei Leute holen. Wie sieht's denn aus? Sollen wir noch ein paar. Guck mal, ein paar Totems. Warum auch nicht? Können wir ja auch nochmal gebrauchen. Oh, da kommen schon wieder die nächsten. Ich hoffe mal, das kann an einem Holzhacken werden. Wäre doof. Wir schicken nämlich mal drei, ne? Aber selbst drei können uns halt nichts, ne? Das ist schon ganz gut. Das ist schon ganz gut so. Ihr sollt euch mal. Dass ihr sich immer so blöd aufbauen. Ja, könnt euch dann aber auch in den Leuten reinstellen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, 40 von 40 und 40 von 40 Arbeiter, ne? Und da brauchen wir echt. Ja, wir haben noch drei Arbeiter übrig, ne? Ja, ist ja im Endeffekt für euch auch egal, denn diese Arbeiter, ja, ich meine, ich will dann alles offscreen, wie gesagt, machen und dann aber nur dabei zusehen, wie diese Zahl dann hochtickert. Glaube ich zumindest, dass ich das offscreen machen sollte. Ja, doch, das ist das, glaube ich, am besten. Wie bauen wir denn hierfür? 1500. Da brauchen wir wahrscheinlich für die Stufe 60, für Stufe 60, genau, die letzte Stufe da, 60 Leute, 2000 Fleisch. Arbeit, immer nur Arbeit. So. Bereit. Wir haben 42. Das kann ich sagen. Ja, das ist ein Arbeiter. Dorthin also. Ich bin müde. Dorthin also. Geh da weg. Da ist ein Arbeiter mit drin. Auf mein Kommando. Der wird zwar auch verstärkt durch die Trommler, aber ich will den Arbeiter mit nicht mitnehmen. Das ist nicht so das, was ich will. Oh, ist mal hier, ne? Kann ich hier oben einfach ein paar Wildschwein zuchten, ne? Ja, ja! So. Hier kann man ja eigentlich nichts machen. Ich meine, der Fisch ist ja schon ausgelastet. Der Fischteich da unten ist schon ausgelastet. Das Jagen ist schon ausgelastet. Das Einzige, was wir machen können, ist halt eben. Ja, Wildschweinzucht. Und das noch zu verschnellern. Da kommen schon die nächsten. Aber zumindest der Aufbau, Leute, den Aufbau, den haben wir im Griff. Mit von Jägern, Fischern und Züchtern umkreist, wir liefern verdoppelt den Ertrag der Nahrungsproduktion. Das ist natürlich geil, wenn wir da unten eben auch nochmal Nahrungslager hinbauen würden. Dann würde das nämlich alles nochmal verdoppelt. Bei den Jägern, aber das ist jetzt auch erstmal nicht so. Das Problem ist halt einfach die Fischerhütte, die ist so weit weg von dem Nahrungslager, dass die halt nicht beliefert wird von der Fischerhütte. Das ist ein Nahrungslager, das dient jetzt nur dazu, dass, ja, wir Leben regenerieren. Das ist nicht so schlimm, aber hätte man natürlich auch besser lösen können. Hier. Ja. Also ich finde die Konstellation hier, die wir haben, finde ich gut.
Gleich haben wir schon 1000, dann brauchen wir nur 500 und dann können wir schon die nächste Stufe holen. Das geht eigentlich auch ganz schnell. Also, ne? Aber was auch ganz schnell geht, ist eben diese Folge. Die ist nämlich vorbei. Ja? Und ihr habt jetzt die ganze Zeit hier nur gewartet, nichts Entertainment-mäßiges erlebt. Es tut mir leid, aber das ist immer so ein bisschen schwierig beim Aufbauen. Ich hoffe, ihr könnt das verzeihen. Warte mal kurz, bis diese Wildschweinzucht da noch aufgebaut ist. Ich sieht es eigentlich aus mit dem Holz. Also, na gut, wir haben hier oben noch Holz. Das wollen wir da. Na gut, und. Ja, und hier unten, ja, komm. Wir haben noch ein bisschen Holz. Wir können noch ein bisschen Holz verballern für Wildschweinzucht. Da. Ja, schon gut. So. Wir brauchen das. Umso schneller, umso besser. Für mich dann das auch. Das Gebäude ist einsatzbereit. Guck mal, das Gebäude ist einsatzbereit. Da wird schön aufgebaut. Das ist gleich fertig. Da kommen die nächsten Dämonen. Wollen wir die noch abwarten und nochmal schön sehen, wie die umfallen? Das ist schon ein geiles Erlebnis, dass die einfach so geil umfallen. Ich hoffe nur, dass das auch alles hier drin so passieren wird, weil ich weiß nicht, was da ist. Wird spannend. Handwerker? Wohin willst du? Okay, jetzt müssen die auch angreifen. Nicht, dass der wieder so ganz kamikaze-mäßig da. Ne? Ah, der Handwerker brennt, aber. Der hält das aus. Noch eine Wildschweinzucht ist fertig. Oh, dann können wir hier eigentlich noch eine. Kein Platz mehr. Aber wir können natürlich noch eine bauen. Wir haben noch einen Arbeiter übrig. Das heißt, wir brauchen irgendein. Ich glaube, wir lassen das mit der Wildschweinzucht. Oder ich guck mal, kleines Haupthaus. Kostet 90 Holz, kostet ja weniger als die Wildschweinzucht. Ja, komm, das gönnen wir uns nochmal. Bauen wir mal da unten hin. Arbeit, immer nur Arbeit. Gut. Bestand speichern. Haken. Dann geht's das nächste Mal weiter. Das nächste Mal wird, wenn ich das nicht vergesse und das funktioniert mit dem Offscreen, dass ich das dann bis 60 Leute dann hochmache und ihr das nicht, ihr euch nicht langweilen müsst, dass ich das ganze Zeit ja nur, dass ich die ganze Zeit da nur warte, dann wird das so sein, dass wir beim nächsten Mal 60 Einheiten, also beziehungsweise mit meinem Hauptheld dann 61 Einheiten haben, mit denen wir dann durch den Spalt gehen. Beim nächsten Mal. Also das ist quasi der Plan, den ich mir so gedacht habe und mal schauen, ob ich das bis dahin dann auch hingekriegt habe oder ob ich das dann voll vergessen habe und dann die Aufnahme starte und merke so, ach shit, ich habe ja was geplant, was ich jetzt nicht umgesetzt habe. Kacke. Dann sehen wir mal. Also zumindest, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.